Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen. Wir haben uns hier quer durch die Naturzone geschlagen, wo extrem starke Pokémon, naja extrem stark, schon recht starke Pokémon unterwegs sind. Ach Gottchen, guck mal hier, Armancholo! Oh, ich muss irgendwann mal wieder hier nochmal hin zwischen den Folgen. Ich kann ja nicht die ganze Zeit nur hier auf Safari gehen. Wir müssen ja auch vorwärts kommen. Jedenfalls stehen wir hier, ich hoffe, das sind die Tore nach Claw City. Und der Typ steht mir hier im Weg. Müssen wir mal gucken, ob der mich durchlässt. Aha, ein Arena-Challenger, nicht wahr? Dürfte ich kurz deine Arena-Orden überprüfen? Da hätten wir den Pflanzenorden. Und den Wasserorden. Und auch den Feuerorden. Wunderbar, du hast insgesamt 3 Arena-Leiter besiegt, einschließlich dem von Engine City. Weiter so. Du schon wieder. Wartest du auf Hopp? Der wird nicht kommen. Mit seiner Niederlage hat er nicht nur sich selbst blamiert, sondern auch den Champ, der ihm eine Empfehlung ausgeschrieben hat. Wenn ich er wäre, würde ich mich aus der Arena-Challenge zurückziehen und hoffen, dass ich vom Erdboden verschluckt werde. Mensch, fiese Friese. Sieh da, sie wollen meine Orden sehen, bitte sehr. Danke, Challenger-Baitis. Ich kann bestätigen, dass du alle nötigen Arena-Orden besitzt. Und jetzt muss ich mich entschuldigen. Ich bin mit dem Liga-Präsidenten verabredet. Der erkennt dich nicht einmal. Was ist eigentlich verkehrt mit dir? Ui. Was stimmt mit dem Typen nicht? Ui. Gibt's hier Drachen-Pokémon? Ah, auf jeden Fall gibt's hier viele Geschäfte. Ich gebe ja nicht auf, dass ich irgendwann mal anständige Klamotten kriege. Sieht sehr nach Drachen aus. Schnieke. Ah, da stehen sie ja schon wieder. Ich liebe die Zahl 241. Warum? Weil das Reus Trikotnummer ist. Bei Schließfächern und so versuche ich auch immer, die Nummer 241 zu ergattern. Ich weiß, das klingt jetzt seltsam, aber Roy sah noch nie besser aus als in dem Moment, in dem er gegen Deleon verloren hat. Diese Frustration, all diese Energie in seinem Gesicht. Du hast ja einen Fetisch. Wusstest du, dass die Reihenfolge für die Arena-Challenge von der Stärke der Arena-Leiter bestimmt wird? Nein! Willkommen im GP-Laden. Wie kann ich dir helfen? Die üblichen Verdächtigen. Eieiei. Wofür auch immer ich hier GP kriege. Wir freuen uns auf deinen nächsten Besuch. So, erstmal einkaufen. Wie ich höre, hast du die Arena-Mission des Engine-Stadions bestanden. Herzlichen Glückwunsch. Das Warensortiment hat sich erweitert. Hoffentlich ist etwas für dich dabei. Willkommen beim Pokémon-Supermarkt. Was möchtest du tun? Kann ich endlich Hyperbälle kaufen? Nein, natürlich nicht. Ich habe kaum noch Geld. Menno, ich wollte doch Klamotten kaufen. Tauchball, Finsterball, Timerball. Irgendwann muss ich doch Toxel auch mal weiterentwickeln, oder? So, komme ich hier rein? Die haben ja große Türen hier. Hiya! Man nennt mich Mr. Fokus, weil ich stets auf den Sieg fokussiert und unglaublich stark bin. Na, bringst du die nötige Entschlossenheit mit, um mich zum Kampf herauszufordern? Lass gut sein. Ja, dann schau halt wieder vorbei, wenn du aufs Kämpfen fokussiert bist. Kunst hin oder her, am Ende zählt doch eh nur, was einem persönlich gefällt. Ich habe mir mal die Wandmalerei bei der antiken Stätte von Passbeck angesehen. Die gilt ja im Allgemeinen als hohe Kunst, aber irgendwie habe ich so gar nichts damit anfangen können.
So, gucken wir mal, wie fiese Friese sich hier blamiert. Oder gucken wir erstmal hier ins Haus? Gehen wir erstmal wieder in fremde Leute Häuser. Soll ich dir verraten, wie zutraulich deine Pokémon sind? Aber sicher doch. Bei welchem Pokémon soll ich die Zutraulichkeit überprüfen? Nehmen wir mal Schneebedeck. Schneebedeck? Dann wollen wir mal sehen. Ihr versteht euch schon ziemlich gut, aber da ist noch Luft nach oben. Hm? Na, willst du wissen, ob deine Pokémon auch wirklich alles geben? Dieses Pokémon, es könnte sich noch ein klitzekleines bisschen mehr anstrengen. Hörst du das, Schneebedeck? Disziplin! Du und deine Pokémon, also ihr habt das Zeug dazu, ganz dicke Freunde zu werden. Gib einem Pokémon dieses Item mit seinem wundervollen Klang zum Tragen und es wird vielleicht noch zutraulicher. Sanftglocke, okay. Ein Item, das einem Pokémon zum Tragen gegeben werden kann, es besänftigt den Träger und macht ihm zutraulicher. Gibst du einem Pokémon eine Sanftglocke, wird es schneller zutraulich als gewöhnlich. Okay. Aber schon mal eine Sanftglocke. So, jetzt will ich sehen, wie fiese Friese sich blamiert. Liga-Präsident Rose, gestatten Sie mir, Ihnen Bericht zu erstatten. Meine Mission, Wunschsterne und Orden zu sammeln, schreitet reibungslos voran. Das ist erfreulich, Betis. Nur weiter so. Vergiss nie, dass du deine Empfehlung für die Arena-Challenge Präsident Rose verdankst. Wenn ich Ihnen genug Wunschsterne bringe, können Sie endlich das Problem lösen, das Sie so belastet. Nicht wahr, Herr Liga-Präsident? Hier geht es nicht um ein privates Problem, das nur mich betrifft. Es geht um die Zukunft Galas. Und Gala braucht nicht nur Wunschsterne, Gala braucht auch einen starken Trainer. Einen Trainer, der dem Champ an Stärke ebenbürtig ist. Mit Verlaub, Liga-Präsident Rose. Eine der beiden Günstlinge des Champs habe ich bereits in die Knie gezwungen. Der Kampf ließ keinen Zweifel an meiner Überlegenheit. Und den Champ kann und werde ich ebenfalls bezwingen. Warten Sie es nur ab. Das ist Musik in meinen Ohren. Genau solch einen leidenschaftlichen Wettkampf wollen die Leute bei der Arena-Challenge sehen. Betis, es gibt da etwas, was ich mit dir besprechen muss. Wenn du mir kurz folgen würdest. Er hat sich immer noch keine Hose angezogen. Kann er nicht wenigstens eine mit einem etwas weniger peinlichen Muster nehmen? Namazu? Ich hoffe, du hast gerade gut zugehört. Wunschsterne sind rätselhafte Steine, die unter anderem auch die Grundlage für die Technologie hinter den Dynamax-Bändern bilden. Aber man kann mit ihnen noch mehr anstellen, als nur Pokémon riesengroß werden zu lassen. In ihnen stecken nämlich auch gewaltige Mengen an Energie. Wenn das deine Neugier geweckt hat, sollten wir gleich mal zusammen im Stadion vorbeischauen. Ich will dir dort mehr über die Energieversorgung der Gala-Region erzählen. Bitte folge mir. Man kann niemanden trauen, der so eine furchtbare Hose trägt. So. Wir haben jetzt einmal den Friseur. Was bist du für ein Laden? Willkommen im Kampfcafé. Du kannst bei uns einmal pro Tag kämpfen. Gewinnst du, gibt es zur Belohnung etwas Süßes auf Kosten des Hauses. Na, willst du es mal probieren? Ah, okay, das gibt's auch noch. Aber das machen wir jetzt nicht. So. Ich brauche eine anständige Hose, verdammt. Warum bin ich so auf Hosen fixiert? Ich weiß es nicht. Willkommen in unserer Boutique. Suchst nach etwas Bestimmtem. Ah, hier gibt's schöne Pullis. Guck mal. Die sind teuer. Trainingsjacke. Gottchen. Reißverschlussjacke. Schöner Albtraum. Balgerei. Die sind alle zu teuer. Trainingshose. Nee, Trainingshose ziehe ich nicht. Oh Gott! Hilfe! Nein! Nein! Nope! Auf keinen Fall! Hilfe! Gut, die sieht man hier nicht. Schuhe gibt's nicht. Neuer Rucksack wäre auch nicht schlecht. Haben sie nur den? Meh. Ach Gottchen. Nein, nein! Also die Pullis sind schon ganz nett. Oh, der ist ja hübsch. Der gefällt mir. Aber der ist teuer. Ich mag den Pulli.
schade. Wollen wir mal, man kann hier ja auch irgendwie Make-up machen oder so. Dann kann man sicher die Gesichtszüge ein bisschen verändern. Das würde ich gerne nochmal testen. Make-up. In Ordnung, nimm bitte Platz. Auf deine Sachen patze ich so lange auf. Also gut, was soll es heute sein? So, was kann ich machen? Augenbrauen. Dicke Augenbrauen? Kurze Augenbrauen. Hm. Ich wäre für dicke Augenbrauen. So. Und die Farbe der Augenbrauen ist bei mir dunkel. So komisch es ist, sie sind dunkel. Ich kann mir ernsthaft die Augenbrauen färben lassen, ne? In Blau. Beigeblond, aschbraun, dunkelbraun. Ich glaube, ich wäre aschbraun wahrscheinlich. Dunkelbraun ist schon zu dunkel. Katzenaugeneffekt. Nein. Große Augeneffekt. Auch nicht. Danke. Natürlich finde ich gut. So, hellblau. Passt eigentlich. Ultramarin. Ui. Mohnrot. Oh Gott, Dämon. Regenbogen. Ah! Pechschwarz. Hilfe! 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 Nein! Nein, auf keinen Fall! Ich würde eher grau nehmen. Grau oder hellblau? Graublau haben sie nicht, ne? Ich nehme grau, das sieht irgendwie natürlicher aus. Das ist hellblau. So. Was haben wir jetzt hier? Lippenstift. Was ist das? Ah, doch, Lippenstift. Blauer Lippenstift. Sehr, jetzt sie. Oh Gott. Pink, orange. Pastellrosa, sieht man ja gar nichts. Sieht man ja gar nichts. Ja, weil die Haut so hell ist einfach. Nee, pink, nee. Orange finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Der Unterschied ist nicht groß. Aber dann sieht man ein bisschen überhaupt mal Lippen. Ja? Dann sieht man überhaupt mal ein bisschen Lippen. Nö, finde ich okay. Nehmen wir so. Oder? Oder lassen wir es weg. Aber so sieht es ein bisschen erwachsener aus. Finde ich eigentlich nicht schlecht. Bestätigen. Was? So, jetzt bestätigen. So, dicke Augenbrauen in Aschbraun mit natürlichen Wimpern, grauen Kontaktlinsen und orangener Lippenfarbe. Nehmen wir. So, fertig. Sieht klasse aus, oder? Liga-Karte aktualisieren, finde ich gut, ja. Sieht man jetzt so kaum, aber hat Spaß gemacht. So, der wollte jetzt mit mir weiter zur Arena, ne? Oder wie war das? Dieses Gebäude fungiert nicht nur als Stadion, sondern auch als Energiewerk. Lass uns zusammen einen Blick auf mein Tablet hier werfen. Da stehen alle wichtigen Infos. Ach du Schande. Hier ist in einfachen Worten erklärt, wie das Energiewerk funktioniert. Der Turm des Claw-Stadions absorbiert Energie. Diese wird dann im unterirdischen Energiewerk in Strom für die ganze Gala-Region umgewandelt. Wir alle verbrauchen täglich Energie, um unseren Alltag zu bestreiten. Und zwar Energie in den unterschiedlichsten Formen. Elektrizität, Gas, Wasser. Meine Teams arbeiten rund um die Uhr daran, den Bürgern Galas mit Hilfe der Energie der Wunschsterne das Leben zu erleichtern. Was
flüstert die denen dazu. Oh, ich würde ja gerne noch ein bisschen weiter plaudern, aber die Pflicht ruft. Ich mache mich besser auf den Weg, bevor ich wieder Ärger mit Olivia bekomme. Okay, der fiese Friese sammelt für den Rose Wunschsterne. Ich würde vorschlagen, dass du als nächstes zur Schatzkammer gehst, Matsu. Sie liegt in Richtung von Route 6. Rose ist so toll, ein richtiger Gentleman. Ich finde ihn irgendwie, irgendwas passt bei dem nicht. War das der Präsident? Ist er hier geschäftlich unterwegs? Vielleicht liegt es auch einfach an der Hose. Hey, ich bin's, Balduin. Du hast dein Team ja ganz schön aufgelevelt. Da habe ich genau den richtigen Ball für dich. Du hältst einen Levelball. Ein Ball, mit dem sich Pokémon umso leichter fangen lassen, je niedriger ihr Level im Vergleich zu deinem Team ist. Ah ja. Mit einem Levelball lässt sich ein Pokémon umso leichter fangen, je niedriger sein Level im Vergleich zu deinem Pokémon ist. Ja, schon faszinierend, was so alles in einem Pokéball steckt, oder? Okay. Olivia kann einem ganz schön Angst machen. Du brauchst 7 Orden, bevor du es mit Roy, dem Meister im Umgang mit Drachen-Pokémon, aufnehmen kannst. Ach, hier darf ich gar nicht. Okay. Willkommen im Pokémon-Supermarkt. Was möchtest du tun? Willkommen im Uniformladen. Suchst du nach etwas Bestimmtem? Gut, dann weiter zu Route 6, was? Das ist Richtung Westen, okay. In dem Haus war ich schon. Was ist denn so im Osten? Es wäre voll toll, wenn es Lunchboxen gäbe, die man im Zug essen kann. Was hält dich ab? Ich bin zu klein, um allein durch die Naturzone laufen zu dürfen. Deshalb fahre ich mit dem Zug. Ob ich schon alleine Zug fahren darf? Na klar, ich bin doch schon groß. Wenn du das sagst. Jedes Kind weiß, dass Schätze immer von einem Drachen bewacht werden. Deshalb passt es ja so gut, dass Roy der Wächter der Schatzkammer ist. Okay, was haben wir hier? Ein Foodcore? Ach nee, das ist der Bahnhof. Hoffentlich kommt meine Freundin bald mal. Dieses Dusselgurt starrt mein Essen schon so gierig an. Süß. Da ist ja das Pokémon-Journal. Ob ich mir die neueste Ausgabe kaufen soll? Willkommen im Pokémon-Supermarkt. Okay, das ist der Bahnhof. Aje. Hey, wir üben hier gerade unsere hausgemachten Fangesänge. Miss Mary mischt ganz vorne mit. Sie ist schön, sie ist klug, sie ist unser Hit. Herzlichen Glückwunsch. Zuckererdbeere. Zuckerwerk in Form einer Erdbeere. Gibt man es Kokumil zu tragen, dreht es sich vor Freude im Kreis. Was ist ein Kokumil? Ich habe gehört, dass die Pokémon in der Naturzone allerlei Zeug in ihren Nestern horten. Es soll sogar Pokémon geben, die TPs sammeln. Weißt du was? In Gala sind überall noch viele alte Gebäude von ganz früher übrig. Du siehst mir vertrauenswürdig aus. Weißt du, es gibt da jemanden, den ich mag und ich habe ihm einen Brief geschrieben. Würdest du ihn für mich überbringen? Klar. Das freut mich. Vielen, vielen Dank. Ich heiße übrigens Paulina. Dann vertraue ich dir mal meinen Brief an, ja? Einen vergilbten Brief. Diesen Brief hast du von einem Mädchen erhalten, um ihn einem Jungen zu übergeben. Aus irgendeinem Grund sieht er schon etwas älter und vergilbt aus. Bitte bring ihn zu Frank in Fairbelly. Gott, oh Gott.
Das merke ich mir doch nie. Schlaubrille, ein Item zum Tragen. Diese dicke Brille verstärkt auf Spezialangriff basierende Attacken. Nice. Nice. Du bist wahnsinnig gut. Ja, dankeschön. Dankeschön, dankeschön. Dankeschön. Sowas liebe ich. Spiele, die Komplimente verteilen. So, ich hab ja... Ich war schon im Pokémon Center, oder? Ja, passt. Oh. Na, guck mal, einer, guck. Namazu, wie läuft es so? Wie es aussieht, sammelst du fleißig Orden. Sag mal, weißt du zufällig, was mit Hopp los ist? Als ich ihm gerade begegnet bin, ist er kreidebleich geworden und wollte mir nicht ins Gesicht sehen. Dann hat er sich einfach aus heiterem Himmel entschuldigt, ohne mir zu sagen, für was. Ich dachte mir, du als seine Rivalin weißt vielleicht Bescheid. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass er einen Kampf verloren hat. Kann das sein? Ja, er hat gegen Betis verloren. Einen Kampf zu verlieren tut weh, das ist völlig normal. Aber man muss aus seinen Fehlern lernen und neue Stärke aus ihnen ziehen. Wenn Hopp das gelingt, hat er das Zeug dazu, ein richtig guter Trainer zu werden. Hoppla, ich muss ja los. Wenn ich zu spät zu meinem Meeting mit Rose komme, kriege ich Ärger mit Olivia. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo es lang geht. Aber ja, wo du schon mal hier bist, rate ich dir, bei meinem großen Rivalen Roy vorbeizuschauen. Er wird die letzte Hürde sein, die du im späteren Verlauf der Arena-Challenge überwinden musst. Du solltest ihn vor der Schatzkammer eintreffen, die sich kurz vor Route 6 befindet. Wie läuft's? So, Route 6. Was starrst du denn so rein hier? Ich trage heute noch dieselbe Kleidung, die ich in meiner Zeit als Student bekommen habe. Sie wurde aus Pokémon-Garn angefertigt und ist deshalb nahezu unkaputtbar. Von Käfer-Pokémon? Es gibt nicht viele Arena-Challenger, die es bis zu Roy schaffen. Schade eigentlich. Ich würde ihn gerne öfter kämpfen sehen. Eve! Weißt du, was FM mit ihren Schallwellen machen? Obst suchen. Sie lieben Obst. Angeblich liegt das Stadion von Claw City genau in der Mitte der Gala-Region. Hypertränke. Hilft bei Wunden, füllt die KP eines Pokémon um 120 Punkte auf. Wusstest du, dass Mauzi in Kanto und Alola ganz anders aussehen als hier in Gala? Sowas nennt man Regionalform. Es gibt so viele Leute, die ein Replikat von Deleons Outfit kaufen. Aber wegen diesem riesigen, schweren Mantel kann es letztendlich niemand tragen. Okay. Just why? Ich war hier am Pokémon Center verabredet, aber mein Date kommt und kommt nicht. Vielleicht sollte ich mal bei den anderen Pokémon Centern vorbeischauen. Ja, es gibt noch andere. Bei der Arena Challenge soll man ja die Stadien in einer gewissen Reihenfolge abklappern. Erst Passbeck, dann Fairbelly, Cheerchester, Spikeford und zum Schluss Claw City, soweit ich weiß. Okay. Schuhe, check. Unmengen Schokolade, check. Ich bin bereit, die Wanderung kann losgehen. Ich weiß nicht, ob Schokolade gerade so geeignet für Wanderung ist. Bei der Arena-Mission von Passbeck soll einem wohl ganz schön schwindelig werden. Wir fragen jetzt einfach nicht weiter. Hat da was geblinkt? Nee. Ui! Rizeros gegen Gastrodon. Was die Typen angeht, ist mein Gegner im Vorteil, aber ich habe die Weisheit des Alters. Los, Gastrodon! Platsch, platsch, paf! Hey, du bist doch einer der beiden Trainer, denen Deleon eine Empfehlung geschrieben hat. Und dein Name ist... Moment, ich hab's gleich. Matsu, genau das war's. Deleon scheint großes Potenzial in dir zu sehen. Dann hast du sicher einiges auf dem Kasten. Aber wenn du gegen mich kämpfen willst, brauchst du erstmal 7 Orden. Tja, das weiß ich selbst. Ich will nur zur Schatzkammer. Ah, du bist also gar nicht wegen mir, sondern wegen der Schatzkammer hier? Gute Idee, ein Blick in die Vergangenheit, Galas. Kann nicht schaden, wenn du mehr über Pokémon wissen willst. Mir gefällt, wie eifrig du bist. Komm mir nach. Hier, nimm, das ist meine Ligakarte.
Zur Schatzkammer geht es die Treppe rauf. Okay. Was haben wir hier? Das anklicken? Nö. Ohne Erlaubnis darf man die Schatzkammer nicht betreten. Die habe ich anscheinend jetzt. Früher war Claw City das Zentrum der Gala-Region. In der Schatzkammer, die sich am Ende der Treppe dort befindet, werden daher seit jeher geschichtsträchtige Artefakte aufbewahrt. Gut. Die würde ich mir aber beim nächsten Mal anschauen, weil die Zeit schon wieder rum ist. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei und dann schauen wir uns die Schätze Galas an. Bin mal gespannt, was das ist. Wahrscheinlich irgendwas Triviales. Ich weiß es nicht, wie ich dieses Spiel einschätze. Na gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao, ciao. Der lacht sich kaputt.